Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der digitalen Bürgersprechstunde. Heute freue ich mich über meinen Gast, den SPD-Bundestagsabgeordneten Oliver Kaczmarek. Der kommt aus dem Wahlkreis Unna. Ja, herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung. Hallo. Toll an dem Wahlkreis sind die vielen netten Leute, die man da treffen kann, die vielen schönen Orte, die man dort aufsuchen kann, am Rande des Ruhrgebiets gelegen. Am liebsten bin ich natürlich zu Hause, aber es gibt wunderbare Punkte. Die Marina in Rünte, der größte Sportboothafen mitten im Ruhrpott, an der Ruhr im Süden meines Wahlkreises, wunderbare Gegenden. Also wer gerne wandern geht, gerne spazieren geht, so wie ich, der findet im Kreis Unna auch ganz viele Orte, wo man das tun kann. Also Horst möchte wissen, was machen Sie denn mit der Mitmachseite Roter Rucksack? Was ist das? Also der Rote Rucksack umfasst viele Elemente. Das ist mein Angebot, meine Einladung an die Menschen, mit mir gemeinsam Politik für die Region, Themen, Anregungen, Kritik auch aus der Region für die Politik in Berlin zu sammeln und dann im Roten Rucksack sozusagen symbolisch nach Berlin zu tragen. Und ich werde wieder wandern. Seit 5 Jahren gehe ich wirklich auf Wanderschaft in meinem Wahlkreis und besuche Orte, an denen Besonderes geleistet wird und nehme die Anregungen der Menschen auf. Und die Internetseite ist ein Element. Und ganz viele Anregungen, die aus dieser Seite kommen und auch aus meinen Veranstaltungen, aus meinen Besuchen, lasse ich in die Debatten hier in Berlin einfließen. Das heißt, wenn man aus Ihrem Wahlkreis kommt, dann kann man diese Seite ansurfen und kann sagen, okay, dies und jenes beschäftigt mich und Sie versuchen dann, sich des Themas anzunehmen. Genau, und jede Anregung wird auch beantwortet. Es bleibt nichts ohne Antwort. Wir müssen sie erhöhen. Das hat der BAföG-Bericht, den wir Anfang des Jahres bekommen haben, von der Bundesregierung gezeigt. Wie hoch sind Sie denn aktuell? Das sind um die 380 Euro, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, plus Wohnpauschale. Und das die letzte Anpassung war 2010, glaube ich, und die war nicht besonders hoch. Und wir müssen das jetzt wieder an aktuelle Bedarfe anpassen. Wir müssen es aber auch finanzieren. Und das ist das, worüber wir in der Koalition mit unserem Koalitionspartner reden. Uns geht es darum, dass die Gruppe derjenigen erweitert wird, die überhaupt in den BAföG-Bezug kommen und damit dann auch das BAföG mehr Leute erreicht. Mhm. Robin beklagt ja auch, dass die Verwaltung da sehr langsam arbeitet. Ist das ein Vorwurf, den Sie schon öfter gehört haben? Ja, da werde ich auch im Wahlkreis mit konfrontiert, weil es sind ja nicht nur Studierende, die BAföG bekommen, sondern auch Besucher von Berufskollegs und anderen Bildungseinrichtungen. Und da muss man gerade am Beginn einer Förderperiode auch mal mit Wartezeiten rechnen. Und ich versuche, da, wo ich die Möglichkeit habe, auch Einfluss darauf zu nehmen, das zu beschleunigen. Ich glaube, dass das BAföG eine ganz wichtige Säule von Bildungsfinanzierung ist. Es ist auch aus den Erhebungen, die wir kennen, deutlich, dass gerade für Studierende, wo die Eltern es nicht so dicke haben, dass BAföG die wichtigste Säule ist und deswegen müssen wir, die wichtigste Finanzierungssäule ist, deswegen müssen wir es besser machen. Wir müssen natürlich auch die Bedarfssätze anpassen, also muss mehr Geld bei den Studierenden ankommen. Das muss aber auch finanziert werden, aber es gibt darüber hinaus auch Dinge, die wichtig sind, strukturellen Modernisierungsbedarf. Also wir haben immer noch eine Förderlücke im Übergang vom Bachelor zum Masterstudium. Die müssen wir schließen, weil die Studiengänge auf Bachelor und Master weitgehend umgestellt sind. Also müssen wir das Gesetz auch an diese Realität anpassen. Und da gibt es viele Beispiele, wo wir das modernisieren, das BAföG, aber wir müssen natürlich auch gucken, dass möglichst mehr Geld bei den Studierenden ankommt. Ja klar, ich bin Vorsitzender der SPD im Kreis und insofern natürlich auch im Kommunalwahlgeschehen dabei, unterstütze unseren Landrat, die Bürgermeisterkandidaten, die Stadtratskandidaten, mache Infostände, Hausbesuche. Also brauchst eine Garantie für Ausbildungsplätze? Ja, ich bin dafür. Wir haben das jetzt auch in den Koalitionsvertrag geschrieben und wollen das umsetzen. Ausbildungsgarantie heißt, jeder, der einen Ausbildungsplatz sucht, der muss auch ein Angebot bekommen. Wir haben einen gewaltigen Sprung nach vorne gemacht.
Also zu meiner Schulzeit, da gab es noch nicht so viele Ganztagsschulen. Die Gesamtschule war die Ganztagsschule, aber das hat sich verändert mit der offenen Ganztagsgrundschule beispielsweise. Da hat auch die Bundesregierung damals unter Gerhard Schröder noch sehr viel Geld in die Hand genommen, um das zu schaffen. Ich weiß aber, und das weiß ich aus eigener Anschauung, dass die Situation in den Ganztagsschulen nicht so ist, wie wir uns das vorstellen. Und deswegen haben wir uns als SPD im Bundestagswahlkampf auch dafür ausgesprochen, dass der Bund Geld in die Hand nimmt, um den Ausbau von Ganztagsschulen weiter zu forcieren. Das heißt, mehr Ganztagsschulen zu schaffen, aber auch die, die wir haben, besser auszustatten. Und ich nehme den Appell gerne nochmal auf, mich weiter dafür einzusetzen, dass wir mehr Ganztagsschulen und besser ausgestattete Ganztagsschulen bekommen. Es wird wohl jetzt im Moment, so sieht es aus, vom Bund keine Initiative geben, nochmal viel Geld in die Hand zu nehmen, um mehr Ganztagsschulen zu errichten. Also die Westfälische Rundschau, die wurde ja an den die Westfälische Rundschau wurde zugemacht, klassischerweise. Die Medien werden jetzt von anderen Verlagshäusern eingekauft und da wurden dann 120 Journalisten arbeitslos und es gibt jetzt nur noch ganz, ganz viel Monopolzeitungsgebiet in NRW. Natürlich hat uns das politisch beschäftigt, weil die SPD oder die Deutsche Druck- und Verlagsgesellschaft, die der SPD gehört, einen Anteil an der Westfälischen Rundschau hatte, aber die Gesellschafterrechte da vermutlich, das war damals eine Vermutung, nicht so richtig gewahrt werden konnten und wir auch einen zu kleinen Anteil hatten, um das zu verhindern. Das bundesweit zu organisieren, das kann ich mir schlecht vorstellen. Aber der Hintergrund ist ja, dass wir ein Abitur bekommen, das in allen Bundesländern gleichwertig ist und den allgemeinen Hochschulzugang für alle auf gleicher Ebene ermöglicht. Das wollen wir erreichen über nationale Bildungsstandards. Rückgang der Geisteswissenschaften, ist das ein Problem? Ja, beschäftigt mich natürlich als jemand, der auch geisteswissenschaftliche Fächer studiert hat, natürlich auch persönlich. Wir haben uns im Koalitionsvertrag vorgenommen, die Geistes- und Sozialwissenschaften zu stärken. Also es geht um die Frage, ob Forschung für militärische Zwecke auch ermöglicht werden soll oder ob die stattfinden darf an den Universitäten. Wir brauchen darüber eine gesellschaftliche Debatte. Es muss einen Konsens geben, in dem sich die Hochschulen bewegen, ob sowas erlaubt ist und in welchem Rahmen es erlaubt ist. Und für uns ist der erste Schritt, dass wir Transparenz schaffen darüber, welche Forschungsprojekte es gibt, wer die Finanziers sind von diesen Projekten und zu welchem Zweck auch Dinge eingesetzt werden. Teils, teils, würde ich sagen. Also wir konzentrieren uns bei PISA, bei der Betrachtung der PISA-Erhebung immer auf den Mittelwert und auf das Länderranking. Die PISA-Erhebung bietet aber viel, viel mehr Informationen und auch über andere Testverfahren, die wir haben, bekommen wir viel, viel mehr Informationen darüber, was auch bildungspolitische Ausgangslagen sind. Man kann nicht von der Hand weisen, dass es bei den Durchschnittswerten, und das ist auch gut, da freuen wir uns drüber, Verbesserungen gegeben hat. Wir sind wieder über dem OECD-Schnitt, über dem Schnitt der Industriestaaten. Was uns aber nicht gelungen ist, ist, dass wir dass wir die Risikogruppe, das sind die Schülerinnen und Schüler, die sozusagen bei den schwächeren Leistungen sind und die Gefahr laufen, ohne Abschluss die Schule zu verlassen, dass wir diese Risikogruppe minimiert haben. Jedes Bundesland organisiert das in eigener Verantwortung und es gibt einen ganz dicken Katalog mit Empfehlungen, wie man das Verwaltungsverfahren vereinfachen kann vom Normenkontrollrat und die werden wir auch im Bundestag noch weiter diskutieren. In meinem Bundesland, in Nordrhein-Westfalen, ist es heute schon möglich oder soll es demnächst möglich sein, BAföG-Anträge online zu stellen. Natürlich ist das auch immer damit verbunden, dass man schriftliche Belege für bestimmte Dinge, für Einkommen und so weiter beibringen muss, aber die Beantragung würde deutlich damit vereinfacht, wenn wir das online machen. Und da sollten sich alle Länder dem guten Beispiel von Nordrhein-Westfalen anschließen.